Hallöchen, willkommen hier zur Beta-Version von Astrometica, also der Demo bzw. Prolog. Wir schauen mal zusammen rein, gar nicht so viel schwafeln, ab ins Weltall. Spiel spielen. Achso, hier gibt es ja noch ein bisschen Text. Überlebensmodus. Der Überlebensmodus ist ein geschichtenbasiertes Erlebnis, bei dem Spieler nach Ressourcen suchen und Ausrüstung herstellen müssen. Um auf einem abgelegeneren Planeten zu überleben, nachdem ein Raumschiff explodiert ist. Und ich würde sagen, los geht's. Achso, noch ein Name. Machen wir einfach mal einen Test. Und dann geht das los. Gucken, ob noch ein Intro oder sowas kommt. Erstmal wird's geladen. Hui, das ging aber schnell. Bewegung, WASD. Achso, Steuererklärung und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, die. Ja, standardmäßig so ein bisschen, ne? Okay. Sollten wir hinbekommen. Erste Schritte. Fabrizieren? Das ist bestimmt herstellen. Sauerstoffmodul, Jetpack, Rucksack, Bergbauwerkzeug. Okay. Am Lagerkiste haben wir schon ein bisschen was vorrätig an Essen. Medipack, gefüllter Sauerstofftank. Okay. Aber unten links, wir haben ja unten links immer noch Gesundheit, Durst, Hunger und Sauerstoff. Wichtig ist natürlich eigentlich erstmal, dass wir ein bisschen Sauerstoff haben. Gucken wir hier mal rein. Verbrauchsgegenstände. Wasser, Burger, Sauerstofftank. Eis brauchen wir dafür. Würde ich sagen, Kupfer und Eisen und Eis erstmal einsammeln. Terminal. Alte Hopstation. Marcella, nutzbare Ressourcen. Hallo, das ist Marcella. Wenn sich jemand in der Nähe unseres Hop befindet, möchte ich dich darüber informieren, dass wir diesen Standort evakuieren. Wenn du Ressourcen benötigst, kannst du diese hier finden. Bitte beachte jedoch, dass die Luftschleuse jetzt Strom benötigt, um sich zu öffnen. Vergesse nicht, eine Energiezelle mitzubringen. Bleib sicher da draußen. Okay. Kapitän Matthews, Notsignal. Das ist Captain Matthews. Ich wollte gerade Matthews sagen. Von der Moxora. Wenn jemand da draußen ist, wir sind auf einem nahegelegenen Asteroiden abgestürzt. Unsere Vorräte werden nicht lange reichen. Bitte, wenn Sie das hören, können Sie uns finden. Also finden Sie uns. Okay. Jetzt gehen wir erstmal raus. Ui. Wie schön sieht das denn hier aus? Das ist ja alles voller Ressourcen hier. Und ich bin direkt in der Schwebe. Oder wie nennt man das? Oh Gott. Wie nennt man das? Atmosphäre? Da schwerelos. Oder so. Das ist anscheinend Schwefel und... Nicht Schwefel. Eisen und Kupfer. Wenn wir mal ein bisschen davon einsammeln. Warning? Ach, der Sauerstoff. Der Sauerstoff. Gehen wir lieber noch mal rein. Oh, jetzt haben wir mal ein bisschen wenig Kupfer mitgenommen, ne? Pack das da erstmal rein. Oh, noch ein bisschen Kupfer. Kupfer. Was ist das Schwarze da? Sieht aus wie... Ist es das? Ist Kohle. Okay. Neue Blaupause, Energiezelle. Warning. Wird dann auch direkt angezeigt, okay. Ressourcen hier. Wenn wir hier noch Ressourcen haben. Ich soll zurück. Warning. Ui. Kupferkabel. Machen wir direkt zwei Stück. Sauerstoff, das brauchen wir ja. Und den Quarz haben wir noch gar nicht eingesammelt, ne?
Ich glaube, dann schauen wir noch mal nach dem Quarz. Das ist Quarz. Ich glaube, das brauchen wir. Ist da noch mehr Quarz? Ich glaube, wir brauchen das auch nur zweimal. Kupfer haben wir doch gerade hergestellt. Sehr schön. Tab war das Inventar, ne? Ja. So, jetzt müssen wir halt nur gucken. Das Sauerstoffmodus. Das Sauerstoffmodul ist ein Gerät, das die in der Sauerstoffkapsel deines Raumanzugs verfügbare Sauerstoffmenge erhöht. Mit diesem Modul kannst du längere Zeiträume erkunden. Okay, ohne befürchten zu müssen, dass dir der Sauerstoff ausgeht. Plus 25 mehr Sauerstoff. Okay. Ausrüsten. Linke Maustaste fallen lassen. Ah! Okay. Jetzt haben wir 25% sozusagen, oder plus 25 mehr Sauerstoff. Das ist gut. Dann würde ich sagen, dass wir... Okay. Bergbauwerkzeug. Oh, das können wir sogar anpinnen. Hier oben links jetzt angezeigt, was wir da für Ressourcen dafür brauchen. Wir brauchen ja noch die Batterie, Kupferkabel und Kohle. Hier würde ich sagen, eine Batterie herstellen. Warte mal, Kupfer und wir haben doch jetzt hier zweimal. Machen wir das mal so. Okay, und dann brauchen wir ja noch Kohle einmal. Ja. Das ist ja schön. Wir brauchen zweimal Eisen. Ich habe doch irgendwas in der Inventar. Hallo, irgendwas im Inventar? Nee. Wo ist jetzt Eisen? Elektronisches Teil. Warte, wo war das jetzt noch? Können wir gar nicht... Doch hier. Kupferkabel und Eisen. Datatransformator. Ein Gerät zur Übertragung und Speicherung digitaler Daten. Das den Spielern ermöglicht, zu einem späteren Zeitpunkt auf Informationen zu greifen und diese zu nutzen. Okay. Jetzt fehlt nochmal zweimal Eisen nochmal, oder was? Bergbauwerkzeug. Okay, der Jetpack. Zweimal Kohle und zweimal Eisen. Ist hier noch Eisen drin? Hier ist gar nicht zweimal Eisen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Es fehlt an Eisen. Ich muss den ja noch ausrüsten, den Bohrer. Okay. Wir brauchen noch einmal Eisen. Wir haben zu wenig Eisen. Sehr schön.
Ich glaube, das reicht schon. Mehr werden wir nicht brauchen. Jetzt haben wir ein Jetpack. Fliege mit diesem Jetpack frei durch den Weltraum. Geht's denn schneller? Meine ich schon, ne? Jo. Mit Umschalt sozusagen geht's schneller. Okay, was müssen wir da als nächstes machen? Rucksack. Da brauchen wir Silber. Wo komme ich denn jetzt Silber her? Elektronisches Teil, dann können wir das auch schon mal craften. Okay, jetzt fehlt wieder ein Eisen. So, nicht, dass wir das verlieren oder so, dann kommt das hier erstmal alles ran. Ne, den brauchen wir ja. Ich nehme lieber noch einen Sauerstofftank mit. Oder zwei. Dann will ich auch craften. Eis und Kupferkabel. Hatten wir schon Eis? Ne, ich glaube nicht. Oh, Durst. Durst. So ein bisschen Eis hier. Ich glaube, viermal wird reichen, oder? Was können wir da überhaupt mitmachen mit der Masse hier? Nehmen wir den noch mit. Benutze Bergbau. Oh, jetzt. Jetzt haben wir die Anzeige nicht mehr. Eben hatten wir noch vorher so eine Anzeige, Prozentanzeige. Aber jetzt gerade nicht. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir das erstmal. Wo war das jetzt? Kann ich das nicht anpinnen? Stimmt, auch anpinnen. Ach, Kupfer brauchen wir. Na komm, mach einfach so. Mach mal vier Stück, weil wir es haben. So. Zweimal vorrätig. Würde ich sagen, zwei packen wir rein, zwei. Ne, nehmen wir drei mit. Das da hinten, würde ich sagen, sieht nach Silber aus. Ist der jetzt hinüber? Ne, ich glaube nicht. Ach, unten rechts sieht man das. Ah, okay. Der Jetpack muss ich erstmal wieder aufladen. Ist das jetzt Silber? Ich muss Sauerstoff nehmen. Und wo ist denn der nächste? Das ist Eis und kein Silber. Wo komme ich denn das Silber her? Jemand eine Idee?
Sah schon so komisch aus. Das hätte auch Silber sein können, aber. Da müssen wir mal schauen. Sauerstofftank 35 Sauerstoff. 60 Sauerstoff, okay. Drin. Würde ich den mitnehmen wollen. Das ist schon, das ist gut. Wo bekomme ich denn jetzt Silber her? Biologisch kann zur Herstellung verschiedener Gegenstände verwendet werden, darunter Lebensmittel und Treibstoff. Elektronisches Teil. Kann man hier irgendwie? Ne, ne? Medic Burger, das ist Essen und. Ah, okay. Für den Rucksack brauchen wir Silber. Schildmodul, Schild für Aufprallgeschwindigkeit. Nickel. Habe ich auch noch nicht gesehen. Reparaturwerkzeug. Kupfer, Eisenbahn und Silber. Wo ist ja, die Frage ist erstmal Silber, ne? Wir flattern da mal rüber. Wir flattern da erstmal rüber. Warum nicht? Was ist das? Stoff? Mit dem Stoff mit. Interagieren. Okay. Jetzt, upsala. Da ist aber kein Silber bei. Was ist das da unten? Eine Luftblase? Das sieht ja auch interessant aus. Cooles Spiel auf jeden Fall. Habe ich das schon erwähnt? Das ist cool. Macht Laune. Warning. Auf jeden Fall macht's Laune. Ist nur die Frage, wie komme ich an Silber, ne? Das muss ja auch irgendwo sein. Also gerne lasst mir einen Kommentar da, falls ihr selber auch schon die Demo gespielt habt. Beziehungsweise den Prolog. Gerne einen Tipp wegen den Silber. Vielleicht bin ich auch gerade blind oder so. Aber außer Eisen und Quarz und Eis und was ist das da? Das ist auch noch so eine Materialbox, ne? Müssen wir da mal gucken. Vielleicht ist da ja irgendwo Silber drin. Das Lager voll? Ja, ich muss zurück. Und dann haben wir ja noch eine Box. Hab ich gerade gesehen. Muss ich ja erstmal entleeren hier. Platzmangel, würde ich sagen. Platzmangel. Kann ich noch eine Kiste bauen? Reparaturwerkzeug. Schildmodul? Nein. Sauerstoff? Ich glaube, es geht nur einmal, oder? Energiezelle? Batterie? Was ist das noch? Harzkanister. Wird zum Drucken von Objekten verwendet. Rucksack. Es fehlt halt Silber. Kann ich hier keine Kiste craften?
habe noch Platz hier, aber... Hier haben wir noch Stoff, ist ein Material, das zur Herstellung verschiedener Gegenstände im Spiel verwendet wird. Darunter Kleidung und Möbel. Okay. So, das da rein. Ja, gleich ist voll. Nick, hier ist Nickel schon mal drin. Vielleicht bekommen wir ja gleich irgendwo Silber raus. Korridor Asteroidenminer. Neue Blaupause. Korridor Asteroidenminer. Da hinten ist das erste lebendige Tier. Was ist, das hier? Können wir nichts mehr machen. Warning. Platzmangel habe ich, das Problem. Keine Kiste bauen, ne? Oh Gott. Kein Platz mehr. Muss ich irgendwas herstellen? Oh, das ist nur Eisen, ne? Aber wir brauchen ja Silber. Und es gibt keine Truhe. Eine Truhe. Ich würde gerne eine größere Truhe herstellen. Könnte ich das auch, wenn ich das fallen lassen? Die spawnen das auch. Hier haben wir Nickel. Eisen würde ich jetzt mal fallen lassen. Bleibt das da liegen oder die spawnen das irgendwann? Das weiß ich auch nicht. Ich gehe da unten mal runter jetzt. Wir haben da noch was. Da ist noch ein Kanister. Muss doch hier irgendwo Eisen geben. Ich wollte... Was ist das für ein Material da unten? Wow, wie viel Loot ist hier denn bitte? Lass das bitte Eisen sein hier. Das sieht nach Eisen aus. Passiert ja auch was. Ja, ich habe Sauerstoff bei. Alles gut. Bekomme ich hier was raus? Gar nicht. Upgrade, was? Das Schmelzer? Upgrade Station und Schmelzer, okay. Gold, okay. Warum Gold? Ja, jetzt haben wir Gold gefunden, aber kein Eisen. Warum nicht? Ich brauche Eisen, kein Gold. Und ich brauche eine Kiste. Das ist Platzmangel. Och Gottchen. So. Silber brauche ich. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal gesagt, ich brauche Eisen. Ich brauche Silber und kein Eisen. Und ja.
Dann würde ich sagen, ich werde erstmal die erste Folge beenden, würde abspeichern. Vielleicht wisst ihr ja, wo ich Silber herbekomme. Sondern ich mache mich so selber schlau, wo ich Silber herbekomme, bevor ich auch noch stundenlang rumsuche. Vielleicht bekomme ich da hinten Silber. Aus den Resten da. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mal gucken, Leute. Ich muss mal gucken. Oder ihr wisst das. Ich werde das Spielchen abspeichern. Alles weitere zu dem Spielchen unterm Video. Spielt es selber. Testet euch das. Testet euch. Schaut es euch selber an unterm Video. Der Link dazu zu dem Spiel. Verlinkt zu Steam. Ja. Macht Laune auf jeden Fall. Ein bisschen schade, weil ich komme gerade nicht weiter, den Rucksack herzustellen, weil ich Silber brauche und das jetzt derzeit nicht so auf die Schnelle, sagen wir mal, gefunden habe. Alles, ja, ein bisschen schade. Ja, dann geht's im zweiten Teil weiter. Danke fürs Einschalten. Erstmal würde ich sagen, bis dann. Tschüss.